So, ich glaube, ich komme genau richtig, so wie es aussieht. Steht hier die Räumung bevor. Denn man sieht hier ja schon mal relativ, heißt nicht viel, aber doch immerhin Polizei, also da ist was. Das heißt, ich werde dort also jetzt genau richtig ankommen. Moin. Moin, moin. Komme ich ja genau richtig, hä? Ja, wir sind schon ein paar Stunden dran. Ja? Seit 6 Uhr. Doch, schon so früh? Ja. Die waren fast 50. Und ich wollte noch ein Schild mitbringen, dass sie nicht wecken sollen, wenn sie räumen, aber brauchen sie ja wohl nicht. Schilder sind immer gut. Ja. Ja, die Räumung ist im Gange. Ja, ja, ich bin da und alles um mich herum, so uniformgeschmierte. Und der Herr Dehm ist auch da. Also ich bin ohne weiteres da durchgekommen im Rollstuhl. Und der Dehm steht auch in der Nähe. Also kein Problem. Ich meine, die werden jetzt nicht unbedingt sie reinlassen zum Parken oder sowas, aber so generell schon. Nein, nein, die stehen schon seit 6 Uhr und haben das umzingelt, aber mehr machen sie zurzeit nicht. Im Moment nicht. Mhm. Naja, warten wir es ab. Also ich bin auf jeden Fall davor mit meinem Rollstuhl und mal gucken. Alles, alles klar. Bis dann, tschö. Jo, Schreiber. Bin in Düsseldorf vom Justizministerium, werde gleich geräumt. Ja, ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Das heißt also, eigentlich sind die schon seit 6 Uhr hier. Ich bin jetzt gerade eben erst angekommen, aber außer Belagern des Camps machen sie zurzeit noch nichts. Gut, Ali. Ja, ich war gestern auch da. Aber ja, vielleicht da nicht mehr. Übrigens, dein Bericht mit dem gefälschten Urteil, hast du vielleicht gelesen, habe ich nicht gefunden. Wenn du da was findest, wäre ich für den Link-Hinweis dann nochmal dankbar.
Ja, okay. Der Alter kommt jetzt gleich angefahren. Der will hier auch dabei sein und der Herr Dehm ist auch da. Naja gut, ich bin auf jeden Fall jetzt, muss auch Schluss machen, weil ich vom Handy aus bin. Tschö. Na, Polizeihund? Das ist ein getarnter Polizeihund? Nah an der Front. Herr Schreiber, ist schön hier, nicht? Was machen Sie dann als Zivilist hier? Ne? Ich war gestern hier, war mir gestern schon sicher, dass Sie nicht räumen würden, das habe ich Ihnen vorausgesagt. Heute ja. Da sind Sie auch mit Ihrem Kamerawagen, der dreht ja auch, sehen Sie ja. Ist doch gut so. Flagge zeigen, ja. Mal gucken, was kommt. Das ist das Einzige, was uns so übrig bleibt, nicht? Ja. Ich sage ja, ich habe gerade hier, weiß nicht von welchem Museum er war, als wir in Berlin jeden Mal für die Feier demonstriert haben, am 1. Mai, vor dem Reichstagsgebäude. Menschen über Menschen, ja. Und was ist hier los? Heute hier? Hat alles. Ja, ein bisschen was sind sie aber auch selber schuld. Die haben ja in der letzten Zeit Schuld auch so oder Unschuld. Das ist dann nun breit genug getreten worden. Da mache ich mich da selber. Da brauche ich doch keinem irgendwie also die Schuld zu weisen. Also ich war am Montag in Bochum. Da gibt es ja auch Occupy. Nicht so wie hier, aber noch so ein ab und an Demos. Und die haben sich immer getroffen in so einem linken Kulturzentrum, Bahnhof Langendreher. Da bin ich hingefahren. War so eine Theatergruppe. Mhm. Occupy, was ist das denn? Was ist denn nun los? Dann bin ich zum Wiewirt, noch nie gehört. Ich sage, ja, gucken Sie mal, haben wir denn Internet hier? Ja, ich sitze davor. Da können Sie mal gucken, wo die sich denn dann treffen. Ja, wie schreibt man das denn? Occupier oder wie? Ich sage, nein, habe ich buchstabiert. Dann hat sie herausgestellt, die sind da gar nicht mehr. Aber selbst in so einem linken Kulturzentrum, in so einem angeblich linken Kulturzentrum, war überhaupt kein Begriff. Ich weiß nicht, ob ich mal was von Bankenkrisen, Griechenlandhilfe oder sowas gehört habe. Nein, das ist ja nicht das System Kopf in den Sand stecken, nicht Florians Prinzip. Also ich sag mal so, das muss man erlebt haben als Düsseldorfer hier und wo der Harry Heine mir so am Herzen liegt, ja, da kann ich nur sagen. Und der Luther sowieso hier, ne, ich meine, hier stehe ich und kann nicht anders, ja. Der Alter will jetzt auch noch kommen. Selbstverpflichtend. Haben Sie mitgekriegt mit 7. August? Da ist ja unser Treffen in Wuppertal. Das war die Frage wegen Dienstag im August. Ja, findet statt? Doch statt. Bei mir hatten sie mitgeteilt, findet nicht statt. Nicht rumschmeißen, hinreichen. Das ist die Verfassung, die da jetzt am Boden liegt. Ja, wir haben keine Nein, Verfassung, doch. Das ist Grundgesetz. Die Verfassung, das ist ein Grundgesetz. Ja, gut. Muss aber irgendwo was gelten, sonst kommen wir ja nicht weiter. Nee, das hat man ja angerufen, der Schneider, hat gesagt, findet nicht statt. Dann wollte ich ein Alternativtreffen machen mit ein paar Leuten in Gelsenkirchen, wer kommen will. Hab das schon im Internet veröffentlicht und dann kriege ich plötzlich einen Anruf, eine E-Mail vom Kalinowski, dass der Schneider ihn angerufen hätte.
Er würde mich nicht erreichen, findet doch statt. Also, naja gut, ist ja nicht unter Zwang, ist ja freiwillig, wenn Termin ist, weil ich mich auch gehört habe, jetzt wegen der Ferienzeit ist da nichts. Und ich bin auch noch hoffe hier, dass ich dann auch den Reporter mitbringen kann, auch, der letzte Mal schon kommen sollte. Ich will jetzt erst ein paar Tage, ich will an der Havel nach Brandenburg mal ein paar Tage mit dem Kanadier aufs Wasser ein bisschen was machen, weil ich bin ja auch gehindert worden, die letzte Hinderung ist gewesen. Ich habe den Termin für mein Quartier in Brandenburg, da kriege ich vom Landgericht, ja. Ja, da was wohl denn da? Ja, klar. Das ist jetzt die Frage, wer den Mut hat, das ganze Ding jetzt abzubrechen, ja, wo die sich so ins Zeuche legen. Und wenn die WZ selber schreibt, nicht hier, der Herr Schleucher schreibt selber, das wird wohl ein Eigentor hier, wenn jetzt richtig Reklame gemacht wird, wenn es richtig Krach gibt, wie auch ein anderer Reporter geschrieben hat, ja, dann ist das genau das, was wir in Düsseldorf brauchen können, nicht so eine Reklame hier. Ne? Von wegen tolerant. Ich lese mal einfach vor. René Schleucher, der ist hier auch der Verfasser von diesem schönen Artikel, den ich heute Morgen auf dem Frühstückstisch habe. Von Occupy war in Düsseldorf bis vor kurzem nicht viel übrig. Kaum mehr als 10 Aktivisten harten im Camp aus. Jetzt in Erwartung des Finales haben sich einige Demonstranten sogar freigenommen, um dabei zu sein. Zu erwarten steht, dass die Räumung ein unschönes Ereignis wird mit bundesweiter Beachtung. Dazu Schlagzeilen, die Düsseldorf nicht braucht. Dass die Stadt Heines, die mit Toleranz wirkt, den Protest nicht länger aushalten will, ist ein Widerspruch. Offenbar hat es auch keinen Versuch gegeben, eine andere Lösung zu finden. Es riecht nach Eigentor. René Schleucher. Der Mann spricht mir aus dem Herzen. Ja, das ist ein Scheiß, der hier verzapft wird. Das kann sich kein Privatmann leisten. Ja. Und die Typen, die das angezettelt haben, die sind nicht hier. Ich sehe keinen von denen. Ja. Wieder den Elbers, den kann man ja nicht übersehen, der hier mal kommt, nicht, und mal ein paar Kaffee ausgibt oder irgend sowas. Ne? Naja, gut, also ich nehme den 7. erstmal auf und guck mal, was da ist. Ist für mich so, was ist denn Dienstag? Abends ist immer frei. Naja. Seine Geschichte. Ja, ich habe es schon gesagt, dass das nicht unser Presse schreit. Der hat auch eine Geschichte, der Mann. Ja. Und wer hat Mut jetzt, ne? Was mich ja ärgert ist, wie das jetzt hier aussieht. Das war ja eigentlich so schön gemacht hier für ein Camp. Weil manche Leute gesagt haben, Mülllagerromantik, das stimmte ja nicht, aber jetzt sieht es natürlich so aus. Herr Schreiber, da hätten Sie gestern Morgen hier sein müssen. Das war der einzige. Ja, ich war ja hier. Ja, und war ja hier. Und ich habe dann mitgeräumt hier, haben wir das Papier wieder zusammengesammelt. Ja, denn das ist natürlich hier als Nachbar von der Kirche, so eine Sauerei zu machen. Da hat auch waren ja auch noch so Farbdinger geflogen. Ja, ich weiß gar nicht, wer die geschmissen hat. Das war auch unnötig. Also das ist alles abseits dessen, nicht meine, die Gewalt fängt ja irgendwo an. Nicht? Ja. Das heißt also, da muss man dann einfach sagen, hinstellen, Mund aufmachen, okay, sich anmalen oder Plakate tragen, ist alles. Weil ich ja nicht verstehe, warum die hier so lange im Prinzip warten. Weil die wissen doch, dass es eigentlich nur mehr werden können und nicht weniger. Ja, ich weiß nicht, wo die noch verhandeln. Jetzt kommt der Lautsprecherwagen, ja. Bitte räumen die freiwillig und das ist klar, das wird nicht gemacht. Na, mal gucken. Bei Lidl oder Domäne. Nee, da läuft kein Grund, das ist nur ein Gitterwagen. Der Lautsprecherwagen, jetzt ist mal auf. Wahrscheinlich jetzt Bobby Elbers, jetzt ein persönliches Wort. Der iPhone! Thank you.
alle Aktien. Kann die Börse nicht rollen, da gibt es keine Versammlung. Es erfolgt eine Durchsage der Polizei an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung auf dem Martin-Luther-Platz. Die auf dem Martin-Luther-Platz befindlichen Zelte sind nicht versammlungsimmanent und stellen eine ungenehmigte Sondernutzung dar. Durch Allgemeinverfügung vom 9.07.2012 hat die Stadtverwaltung Düsseldorf unter anderem angeordnet, die Zelte bis zum Ablauf des 31.07.2012 zu entfernen. Andernfalls würden die Zelte im Wege der Ersatzvornahme entfernt werden. Da der Allgemeinverfügung bislang nicht Folge geleistet wurde, beabsichtigt die Stadtverwaltung Düsseldorf,
nunmehr die Ordnungsverfügung heute zu vollziehen. Um einen ungestörten Vollzug der Verfügung zu gewährleisten, bittet die Polizei Sie, Ihre Versammlung auf der gepflasterten Fläche nordwestlich der Wiese vor dem Justizministerium fortzusetzen. Die an den Zelten befestigten Transparente sowie Ihren Informationspavillon dürfen Sie an den neuen Versammlungsort mitnehmen. Wenn Sie jetzt Ihre Versammlung an diesen neuen Versammlungsort verlagern, wird die Polizei keinerlei Personalienfeststellung durchführen. Was, die sollen jetzt darüber ziehen? Nordwesten, wo ist denn Nordwesten? Also da wäre es ja noch besser, da wäre mir sogar noch lieber. Hat jemand einen Kompass dabei, wo ist denn Nordwesten? Ja, aber er hat ja vom Justizministerium gesprochen. Das kann ja eigentlich nur hier sein. Was soll es denn sonst sein? So, die Polizei wiederholt noch einmal die Durchsage an die Versammlungsteilnehmer hier auf dem Martin-Luther-Platz. Sie wurden am 9.7.2012 durch eine Allgemeinverfügung der Stadt Düsseldorf aufgefordert, ihre Zelte bis zum 31.7. zu entfernen. Da dieser Allgemeinverfügung nicht Folge geleistet wurde, wird die Stadtverwaltung Düsseldorf die Zelte nun entfernen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Versammlung dennoch fortzusetzen. Hierzu steht Ihnen die gepflasterte Fläche nordwestlich der Wiese vor dem Justizministerium zur Verfügung. Ihre Plakate und Transparente sowie Ihr Informationspavillon dürfen Sie dorthin mitnehmen. Wenn Sie Ihr Zeltlager jetzt verlassen und Ihre Versammlung an dem vorgeschlagenen Ort verlagern, wird die Polizei keine Personalienfeststellung vornehmen. Ende der Durchsage. Das ist nicht das, was wir zusammen gerade ausgemacht haben, ne? Das ist ziemlich traurig. Die Angabe über den Verzicht zur Aufnahme von Personalien. Das war nicht abgesprochen. Ende der Durchsage. Wo ist die Kooperation? Wir überlegen uns neue Spielregeln.